So, hallo meine lieben geschmeidigen Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin so Daudinato und ich darf euch hier super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Horizon. In Cyberpunk 2077 spielen wir hier. Assassin's Creed Horizon, oh Mann, Mann. So, da gibt's ein Auto für 94.000, das, oder beziehungsweise ein Motorrad. Wir machen Nebenquests. Und die klappern wir jetzt gerade noch so ein bisschen ab. Hier unten haben wir noch zwei, da ist noch einer. Alles per Schnellreisepoint zu erreichen. Da kicken wir dann gerade mal hier auf die Map. Und los geht's. Die Nebenquests sind kurz, angenehm und informativ. Also sie sind sehr reichhaltig, weil sie... Sie geben einen Einblick auf die Main Story und beeinflussen natürlich auch die Main Story. Deswegen, meine lieben Freunde, wenn ihr Cyberpunk 2077 spielen solltet, macht auch diese Nebenmission. Wie? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Fascinating, fascinating, fascinating. Naja, ist ja egal. Wir haben ja gerade erst begonnen. Aber wenn das nochmal passiert, dann geht mir echt das Messer im Sack auf. Wie? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Ich bin noch doof, Alter, oder? Ich guck nicht auf den Boden. Das sind... Bewegungsminen und Annäherungsminen. Annäherungsminen, das sind Annäherungsminen. Halt mir auch den Scheiß Haken, ne? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb. Oh. Willkommen zu einer neuen Folge Stirb hart, aber richtig heftig und langandauernd. Leck mich im Arsch, Mann. Jetzt ist meine Lunge wieder gereinigt. Ich dampfe zu viel. Wie? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Ausdauer. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Das kann's doch echt nicht sein, oder? Das ganze Gebiet ist vermint. Das kann's doch echt nicht sein. Da guckst du ins Angesicht der Mine, ne? Also mir ist es egal, ob es jetzt ein bisschen rumst oder nicht rumst, ne? Ja, wie? Ja. Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Offenbar ist das ein Familienbetrieb. Aha, die habe ich noch nicht mal gesehen. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Gaston! Schaden. I'm so amused. So. Wo es könnten noch Minen sein, meine lieben Freunde?
da liegen überall Minen rum. Ich bin jetzt wieder langsam, weil mein Inventar natürlich wieder bumsevoll ist. Ich habe wieder ein cooles Gewehr gekriegt, oder? Mal auf dem Laptop. Schicke Regina eine Nachricht. Okay, machen wir. Ah. Nice. Okay, wir haben sogar wieder ein paar Points. Für 20 brauchen wir dafür. Schnell Schneeballeffekt. Nach Neutralisierung eines Gegners ist die Schussrate von einem Revolver 6 Sekunden lang um 5% erhöht, kann bis 5 mal gestackt werden. Ja, das hätte ich mal nicht sparen können. Können wir das auch wieder. Nee. Verkaufen wäre halt richtig interessant, ne? Level 34. Nö, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir das reinhauen könnten. Okay. Das war die Quest. Hier ist nochmal eine ganz in der Nähe. Check mal die ab. 225 Meter von hier. Hey, an der Uferpromenade gibt es eine Schießerei. Geh mal gucken, was da abgeht, okay? Jo. Wenn es ein Cyberpsychoproblem ist, will ich das Problem lebendig haben. Mann. Kann ich durch die Decke durchfallen? Warum schnauft denn der so? Ne, geht nicht. Die Decke ist undurchdringbar. Ich kann halt. Ah! Nein! Doch, da geht's doch mal noch ein bisschen hoch. Scheiße, Mann. Die war voll durch. Sieht aus wie ein Dreh, hä? Ah ne, eine Hochzeit. Ein Make-up.
Ja, die hatte Bock, auf jeden Fall. Hier an der Strandpromenade. Hier sieht es ja abgefuckt aus. Die Menschen lernen auch in der Zukunft nicht, ne? Ah, stimmt, ich muss dir eine Nachricht senden. Erledigt. So, jetzt müssen wir mal gleich mal gucken. Der nächste Schnellreisepunkt ist, hier muss ich hin. Nochmal die Quest hier hinten. Bald müssten wir ja alle Cyberpsychos haben. Geht mal sehr stark davon aus. Weil viele sind es, glaube ich, nicht mehr. Tut mir leid, Leute, wenn ich das so huste. Ich bin ein aktiver Dampfer. Und da kommt leider mal immer wieder ein Huster raus. Leider mal ziemlich öfters. Einfach weil ich so viel von dieser Flüssigkeit, die dadurch verdampft wird, habe ich so viel in der Lunge drin. Das will immer wieder raus und deswegen huste ich wie ein Bekloppter. Ah, das ist das mit Kirk. Das ist aber eine dicke Nebenmission, ne? Ist jetzt schon mittel. Schwätzen wir mal mit dem Affenkopf, der uns damals verarscht hat, hä? Ich würde sagen, warten ist gerade nicht möglich. Bro! Bro! Ey! Hey, Big Joe! Hey! Hat gleich nicht. Dann machen wir was anderes. Die hier. Ist der Schnellreisespot hier in der Nähe? Ich war doch richtig. Wenn die Quest nicht will, dann will sie nicht, ne? Böhmisch. Nee, nee. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Keinen Kaffee. Ich nehme lieber einen Spunky Monkey. Spunky Monkey. Alle mal herhören. Das ist ein Überfall. Mr. Ölfleck hinterm Tresen. Ja, du! Fresse zu und Hände schön hoch, dass ich sie sehen kann. Der Rest bleibt, wo er ist und bewegt sich keinen scheiß Zentimeter. Wenn ich nur einen Piep sehe, gibt es eine Bleibeilage aufs Haus. Ist das klar? Portemonnaie ist auf den Tisch. Da steht aber jemand gerne im Mittelpunkt. Welchen Teil von Fresse halten hast du nicht verstanden?
Da will wohl jemand der Erste sein. Portemonnaie her, schön langsam. Wie kommt's eigentlich, dass du noch lebst? Solltest du nicht das Maul halten? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ich kannte solche wie euch. Alle tot, weil keiner von denen wusste, wie ich drauf bin. Netter Versuch, aber du bluffst. Willst du mich verarschen? Ich hab schon mit Maelstrom und Arasaka getanzt. Ficker wie euch, vernasche ich zum Frühstück. Ihr sterbt, ehe ihr auch nur den Abzug gedrückt habt. Fuck! Lass uns abhauen! Wie einig die sich doch waren. Überfall und jetzt das? Wo ist die Sixth Street, wenn man sie braucht? Gott sei Dank warst du hier. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Nett. Eine kleine Quest. Schön angenehm, ne? Hier ist noch ein Auftrag. Nicht ganz in der Nähe und kein Reisebon in der Nähe. Meter. Geknickete Zockel! Dich kenne ich doch! Hab dich im alten Kaldo-Lager gesehen! Wie? Richtig? 100 Punkte. Ach, hat dich jemand von der Familie geschickt? Das Spiel ist so ein glanzvoller Schein. Ja, ja. Ich muss raus aus dem Spielgebiet. Pass auf, wo du hinläufst. Dann kann ich erst absteigen. Habe ich das Gefühl, dass hier was nicht stimmt. In welcher Scheiße steckt ihr? Carol und Cass sind hier, um einen Deal mit den Scavengers zu machen. Wir haben Cyberware für sie aufgetrieben. Und? Und sie sind schon eine Ewigkeit weg. Irgendwas stimmt da nicht. Ich gehe mal nachsehen, ob alles okay ist. Warte mal. Naja, sie könnten... mächtig angepisst sein wegen... Pass einfach hier auf. Ja, schauen wir mal, was da los ist. Hast bekommen, was du wolltest. Wo ist dein Problem? Mein Scheißproblem... Entschuldigt die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? Wie ist das? Scharfschütze, mach ihn kalt! Upsi. Machen wir nochmal neu. Ich will mir den Dialog reinziehen, weil ohne Dialog ist langweilig, ne? Und wenn ich denn jetzt ein bisschen zu sehr auf die Pelle gerückt bin. So. Okay. Nächster Versuch. Natürlich auch wieder Käse, ne? Und muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinrase, ne? Auf jeden Fall habe ich mir schon mal gute Namen gemacht, würde ich sagen. Sockel. Dich kenne ich doch! Hab dich im alten Kaldo-Lager gesehen! Wie? Richtig? 100 Punkte. Ach, hat dich jemand von der Familie geschickt? Mich hat niemand geschickt. Bin zufällig hier. Warum? Gibt's einen Grund, warum ich hier sein sollte? Carol und Cass sind hier, um einen Deal mit den Scavengers zu machen. Wir haben Cyberware für sie aufgetrieben. Und? Und sie sind schon eine Ewigkeit weg. Irgendwas stimmt da nicht.
Ich gehe mal nachsehen, ob alles okay ist. Warte mal. Naja, sie könnten mächtig angepisst sein wegen... Pass einfach hier auf. Da fällt mir eigentlich gerade was ein. Ich wollte eigentlich schon lange mal telefonieren. Ah, cool. Die Quest habe ich noch gar nicht abgeschlossen. Ich wollte schon lange mal meine Alte anrufen. Wie hieß denn die nochmal? Wie geht's dir? Smalltalk? Fällt dir nichts Besseres ein? Ich wüsste da schon was. Aha. Na, anscheinend läuft da bei dir wohl schon das Kopfkino ab. Passiert das häufiger? Panam. Also, bei mir schon. Hab dich vermisst. Pass auf dich auf. Bis bald, Vi. Bekommen, was du wolltest. Wo ist dein Problem? Entschuldig die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? Oh, der Alte. Wie ist das? Wollte mal kurz vorbeischauen. Checken, ob hier alles sauber abläuft. Ich habe gefragt, wer das ist. Man nennt mich Wie. Interessiert mich einen feuchten Fick, wie man dich nennt. Was siehst du hier ab? Willst du uns etwa Angst machen? Gute mal runter. Der gehört zu uns. Kannst du verfickt nochmal bis drei zählen? Eins, zwei, drei! So viele solltet ihr sein! Und ein Haufen Geld sollte auch hier sein. Wen tue ich allerdings keins. Wie wär's, wenn wir hier zum Abschluss kommen, Roman? Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. 20. 15. Mir aus. Damit endlich Ruhe ist, ich gebe dir die Sieg für die Eddies. Bist du jetzt völlig durchgeknallt, wie? Was machst du hier? Hab draußen einen von euch getroffen. Der meinte, das hier dauert zu lange. Deshalb bin ich hier. Lass die Belehrungen, wie. Wir kennen das Risiko, aber... Wir brauchen die Eddies. Und zwar dringend. Schnauze jetzt. Das könnt ihr später ausdiskutieren. Lustig. Konnte deine Fresse von Anfang an nicht leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Hast uns aus Wurzeln verjagt. Sandra Dorset. Dachtest, das hätten wir vergessen, hm? Wir sind hier fertig. An deiner Stelle würde ich mal gut nachdenken, was du jetzt machst. Du hast recht. Ich war es, der deine Chumbas in Watson fertig gemacht hat. War übrigens ein Kinderspiel. Genau wie diesmal. Oder glaubst du, du bist im Vorteil, weil du uns umstellt hast? Sieh mich mal gut an. Siehst du die Implantate? Ich reiß dich in Fetzen, bevor du den Abzug drücken kannst. Ich weiß es. Und du weißt es. Dicken raushängen lassen, ey. Voll cool. Gebt ihnen die Eddies! Habt ihr Scheiße in den Ohren? Gebt ihnen die Eddies! Das war's noch nicht, Wichser. Ich hab schon ein paar harte Typen gesehen. Aber was du da eben abge... Danke, Wie. Das war echt eine Nummer. Denen hast du es ordentlich gegeben. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Wir auch nicht. Verlass dich drauf. Vielen Dank für alles, Wie. Und bis bald. Immer wieder gern. Ich kann die Scavengers nicht leiden. So, gucken wir mal, was denn also als nächstes auf dem Brett steht. Also wir müssen auf jeden Fall hier wieder zurück. Und dann gehen wir... Nee, das ist ja... Nee, hier.
Bike noch da? Jawohl, schön. Oh nein! Weit weg, also von dem her, fahren wir da drin. Wenn wir die Straße runter. 137 innerorts. Mehr kann das Ding nicht. Toll. Geh ab. Warte, Spaß, Mann. Ach, scheiße, sieht aus wie ein Cyberpsycho, der da wieder am Rad dreht, ne? Ah, ne, das ist Marktplatz. Bis bald! Und grüße deine Schwester von mir. Klar doch, wenn ich sie sehe. Sie muss ziemlich reinhauen bei der neuen Arbeit. Ich brauche einen Wachmacher. Hast du Chromanticore? Geh mir weg mit dem Fusselboss. Ich hab gehört, die Plörre leuchtet im Dunkel. Lass die Finger von dem Zeug und gönn dir eine Spunky Monkey. Der ist... Schon wieder ein Raubüberfall. Passiert dir das oft? Moment mal, Boss. Brad! Hey, Brad! Boss, kannst du mir helfen? Das sind ein paar Halbstarke, die hinter mir her sind. Für dich sind die ein Klatz. Ich kann ja mal mit ihnen sprechen. Geh vor. Danke, danke, Boss. Also, mir nach. Habt ihr sie noch alle? Finger weg von meinem Motorrad. Aber Dali! Glaubst du, wir spaßen? Parat hat seinen Preis und du zahlst mit deinem Bike. Geht's immer noch um Shenna? Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an einen Konzern verkauft. Das wird sie büßen. Was ist dein Problem, du Wichser? Das hier geht dich nichts an. Noch so eine Konzernratte? Ihr rächt euch an den Konzern, indem ihr einen Straßenhändler ausnehmt? Sehr schlau, wirklich. Lasst ihn in Ruhe. Was, wenn nicht? Kieferbruch, Schädelbasisbruch oder gleich eine Kugel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wenn du so viel auf den rattenfickenden Verräter gibst, dann kannst du ja gleich mit ihm zusammensterben. So, Brad, das ist der Typ, von dem alle reden. Der von den Toten auferstanden ist. Weißt du, wie viele Typen der schon kalt gemacht hat? Der ist nicht normal. Oh, Scheiße. Folgt er uns? Ist denn ein Chip durchgebrannt? Danke, Boss. Das wird gut. Was machst du denn da? Wenn wir los. Alles okay bei dir? Ach, geht schon. Hab schon Schlimmeres durchgemacht. Diese scheiß Straßenratte. Ich dachte ja, wir kommen klar mit denen. Aber ein Messer gegen den eigenen Mann. Ja, wenigstens kann sich Shenna jetzt auf ihren Job konzentrieren. Soweit wie sie, hat es keiner in der Familie geschafft. Egal, komm mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ich geb dir auch einen saftigen Rabatt. Klar doch, Boss. Danke. Wir sind so gut, ne? Ja. Ist die nächste. Da müssen wir jetzt hier erstmal hin. Ich muss erstmal zum Schnellreisepoint. Level up!
Wäre halt schon gut, wenn man... Es gibt ja diese U-Bahn. Wäre halt schon gut, wenn man in diesen U-Bahn dann so richtig einsteigt und dann in der Straßenbahn fährt und immer wieder skurrile Charakter gesehen hätte, ja? Ich glaube, da hätte einfach ein wenig die Zeit so. Auf dem Pier soll ein Soldat gerade auf Fußgänger geschossen haben. Ich hätte ihn gern lebend, wenn du das hinkriegst. Dann schicke ich ein paar Leute vorbei. So. Mehr Details bekommst du gleich. Und wie? Viel Glück. Stabil drauf, der Kerl, Mann. Nein, jetzt bin ich zu schwer. Zu schwer ist natürlich kontraproduktiv direkt im Fight, ne? Oh, der hat einen Schaufel Schmutz, ne? Löschen. Mal aussortieren, ne? Ah, ich bin im feindlichen Bereich. Keiner sagt mir, wenn da ein Prinz. Ah, da ist er ja. Wieder voll. Warte mal, ich habe die den einen Splitter habe ich doch noch nicht gelesen, oder? Splitter? Ein Splitter oder? Ah, da ist noch ein Splitter. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt Regina die Nachricht schicken. Und wieder zurück. Oh, wir haben 35 Minuten auf dem Tag. Und ich habe natürlich wieder voll nicht auf die Zeit geachtet, ich Depp. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine spannende Zeit. Haut rein, Leute. Tschaußen.